Thank you.
Einen wunderschönen guten Abend, heute live aus der Oper Graz. Ich bin mir sicher, mit dieser so mitreißenden Ouvertüre aus Richard Wagners Fliegendem Holländer haben die Grazer Philharmoniker und unser Chefdirigent Roland Kluttich Sie alle bereits im Sturm erobert. Das heutige Konzert, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist Ihr Konzert. In den vergangenen 14 Tagen haben Sie uns ganz zahlreich Ihre musikalischen Wünsche übermittelt. Es erreichten uns Zuschriften aus Italien, England, Frankreich, Spanien, Deutschland, Tschechien, natürlich Österreich und der Schweiz. Und so sende ich jetzt auch ein jeweils sehr herzliches Good evening, buonasera, bonsoir, buenos tardes, hello, einen guten Abend miteinander und dobri večer zu Ihnen nach Hause. Sie hatten die Wahl zwischen ganz unterschiedlichen Arien, Duetten, Ouvertüren, Chören, Ensembles und auch instrumentalen Zwischenspielen. Das Prinzip ist einfach: Im heutigen Konzert erklingen jetzt jene Stücke, die am meisten Stimmen bekommen haben. Apropos Stimmen, die sind noch immer gefragt, denn hinter dieser Tür haben wir eine modernst ausgestattete und hochkarätig besetzte Voting-Zentrale eingerichtet. Werfen wir einen Blick hinein, denn es liegt ganz an Ihnen, welches Stück heute als Zugabe zum Finale dieses Konzertes erklingt. Musikalisch einstudiert haben wir zwei Klassiker, Thank You for the Music oder You Never Walk Alone. Teilen Sie uns Ihren Favoriten mit, per Live-Chat, Instagram, Facebook. Schreiben Sie uns eine E-Mail an presse@oper-graz.com oder rufen Sie an unter der Grazer Nummer 8000. Die Kolleginnen und Kollegen in der Voting-Zentrale freuen sich schon jetzt auf Ihre Resonanz. Kommen wir aber jetzt zurück in den Saal. Musikalisch geht es weiter mit dem Sextett aus der Oper aller Opern, Mozarts Don Giovanni. Zuvor verweilen wir aber noch einen Moment beim Fliegenden Holländer. Wilfried Zelinka singt die Arie des Starland. Mein Kind, den fremden Mann willkommen heißen. Seemann ist er gleich mir, das Gastrecht spricht er an. Lang ohne Heimat stets auf fernen, weiten Reisen, in fremden Landen hier der Schätze viel gefahren. Seinem Vaterland verwiesen, für einen Hirt, der reichlich lohnt. Sprich, Senta, würdest dich verdrießen, wenn dieser Fremde bei uns wohnt. Sagt, hab ich sie zu viel gepriesen? Ihr seht sie selbst, ist sie euch recht? Soll ich vom Lob noch überfließen? Gesteht, sie ziert ihr Geschlecht. Gesteht, sie ziert.
sagst du, mein Kind, dem Manne freundlich dich erweisen. Von deinem Herzen auch spricht ohne Dunst der Mann. Reich ihm die Hand, den Bräutigam sollst du ihn heißen. Stimmst du dem Vater bei, ist morgen er dein Mann. Ist morgen er dein Mann. Sieh diese Spangen, was er besitzt, macht dies grün. Muss teures Kind dich nicht verlangen, dein ist es, wechselst du den Ring. Doch keines spricht, sollt ich hier lästig sein, so ist's. Am besten lass ich sie allein. Ich geh von hinnen, glaubt mir, wie schön. So ist sie treu, so ist sie treu, glaubt mir, wie schön. So ist sie treu, so ist sie treu. Per dirci, oh mio.
signor padrone, ora incomincio a capire il mistero e a vedere schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io corriero, e la Susanna segreta ambasciatrice. Non sarà, non sarà, Figaro il dice. Se vuol ballare, signor contino, se vuol ballare, signor contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuoi venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò. Se vuoi venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. Als Mozarts Figaro lud de Hokim zu einem Tänzchen. Übrigens, Mozarts Figaros Hochzeit ist ab dem 30. Mai wieder hier bei uns live im Opernhaus zu erleben. Wir können es wirklich kaum erwarten, bis Sie wieder hier bei uns im Saal Platz nehmen, denn Sie sind so ein wunderbares Publikum. Am 19. Mai öffnen wir die Türen mit der Premiere Tanzgo mit dem Ballett der Oper Graz in einer Choreografie unserer Ballettdirektorin Beate Vollack. Dann werden Sie die Tänzerinnen und Tänzer in ganz andere Welten entführen. Doch zurück zu Ihren Wünschen. Eine der schönsten Arien aus der Feder von Gaetano Donizetti ist gewiss Nemorinos Una furtiva lacrima. Freuen Sie sich auf Mario Lerchenberger. Und fast schon eine kurze Oper für sich ist das Quartett aus Verdis Rigoletto. Dies ist auch eines meiner Lieblingsensembles. Umso mehr freut es mich, dass Sie sich dieses Stück fürs heutige Konzert ausgesucht haben. Ich sehe, die Herren des Chores sind bereits aufgetreten. Sie erheben jetzt ihre Stimmen für den so berührenden Gefangenenchor aus Beethovens Fidelio.
Oh,
Ich bin mir sicher, wären Sie jetzt hier bei uns im Saal, würden sich Tetjana Mius, Mareike Jankowski, Pavel Petrov und Deho Kim über Ihren so herzlichen Applaus freuen. Ja, wir vermissen Ihren Applaus und Ihre Präsenz hier wirklich sehr. Nachdem Sie uns Ihre musikalischen Wünsche so zahlreich übermittelt hatten, ist uns doch ziemlich schnell aufgefallen, dass Sie sich im Moment offenbar ganz besonders nach den so empfindsamen, lyrischen, ja hochemotionalen Opernmomenten sehnen. Und so erklingt heute auch die verführerische Arie der Dalila, gesungen von Mareike Jankowski, und das so beliebte Männerduett aus Georges Bizets Perlenfischer. Dieses Duett ist übrigens die absolute Nummer 1 auf der Wunschliste. Und eine begeisterte Besucherin schrieb uns dazu, dass seit einem Jahr, als wir im ersten Lockdown dieses Duett, gesungen von Pavel Petrov und Darius Perczak, damals online präsentiert haben, sie es sich bereits über 100 Mal angehört hat. Gänsehaut, Stimmung pur, garantieren jetzt gleich auch die Damen und Herren des Chores mit dem Summchor aus Giacomo Puccinis Madama Butterfly. Entführen Sie uns nach Japan. Genießen Sie es. Thank you.
Elle tranche de saline, quel philosophe est consigne. Ta mère repousse ma main, ta mère repousse ma main. Tu ne corres l'amour sans fin, et ne change de la vie. Et moi, que rien ne nous sépare. Et non, rien. Que rien ne nous sépare. Et non, rien. Giro te resterre.
Das waren Pavel Petrov und Darius Perchak als Nadir und Zurga aus Georges Bizets Perlenfischer. Ich darf schon heute den Fans dieser Oper verraten, im November ist es endlich soweit. Dann kommen die Perlenfischer auf unsere Bühne und dann gehen wir der Frage nach, was ist stärker, die Kraft der Liebe oder die Kraft der Freundschaft? Von der Liebe und der Freundschaft enttäuscht ist auch Lenski in Tschaikowskis Oper Eugen Onegin. Wir hören heute noch einmal Pavel Petrov mit Lenskis so melancholischer Klage über seine unerwiderte Liebe. Eine wirklich wunderschöne irische Volksweise wiederum hat Friedrich von Flotow in seine Oper Martha integriert. Und Sieglinde Feldhofer bringt heute für uns diese letzte Rose zum Blühen. Bevor es aber soweit ist, hier eine Frage an meine Kolleginnen und Kollegen in der Votingzentrale. Bernd, wo stehen wir denn nun gerade in puncto Zugabe? Thank you for the music oder You Never Walk Alone? Ja, wie du sehen kannst, diese Abstimmung, die seit Montag läuft im Internet, jetzt gerade bei den Live-Kommentaren, Mails bekommen wir rein, es läuft wirklich dicht an dicht. Für You'll Never Walk Alone sind wir auf 515 und für Thank You for the Music sind wir auf 518. Also ist noch alles möglich. Die Leute können nach wie vor abstimmen, ihre Favoriten bekannt geben und dann lassen wir uns überraschen, wer es dann werden wird. Ja, wir merken es. Also ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Es lohnt sich für jeden noch einmal für seinen Favoriten zu kämpfen. Wie teilen Sie uns Ihren Favoriten mit? Schreiben Sie es per Live-Chat, per Instagram, per Facebook. Schreiben Sie uns eine E-Mail an, Sie sehen es hier, presse@oper-graz.com oder rufen Sie an unter der Grazer Nummer 8000. Die Kolleginnen und Kollegen hier im Voting Room sind beschäftigt und sie freuen sich auf Ihre Rückmeldungen, auf Ihre Stimmen. Freuen wird sich jetzt dann auch gleich eine enthusiastische Operngeherin aus Graz. Denn sie hat uns ihren Wunsch in knappen Worten übermittelt, Hauptsache Wagner. Mit Musik aus Richard Wagners so romantischer Oper Lohengrin geht es nun weiter. Ich sage nur noch, Bühne frei für die Grazer Philharmoniker unter der Leitung unserem Chefdirigenten Roland Kluttig. Thank you.
smieta hitsa ho. И нет нужды прав судьбы закон. А дури я стрелой пронзённый, или мимо пролетит она. Всё благо бдения и сна приходит час определён. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди, приди. Я жду тебя, желанный друг. Pavel Petrov als Lenski, einer seiner Paraderollen hier bei uns in der Oper Graz. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende und kommen
wirklich leider langsam zu den letzten Ihrer musikalischen Wünsche. Ich möchte aber an dieser Stelle auch Danke sagen, dass Sie so zahlreich mitgewirkt haben an der Gestaltung des heutigen Konzerts und auch Danke dafür, dass wir so viele begeisterte Rückmeldungen bekommen. Gerade haben mir die Kolleginnen und Kollegen aus der Voting-Zentrale davon berichtet. Ja, wir können es kaum erwarten. Am 19. Mai ist es soweit und wir können Sie hier im Opernhaus wieder willkommen heißen. Dann spielen wir für Sie den Ballettabend Tanzgo, unter anderem die Opern Die Hochzeit des Figaro, Die Passagierin, das Musical Anna Tevka und auch abwechslungsreiche Konzerte wie die Sketches of Spain, bei denen auch eine Hommage an Miles Davis erklingen wird. Den ganzen Spielplan finden Sie ab sofort auf unserer Homepage. Aber zurück zum Prinzip des heutigen Abends. Sie wünschen, wir spielen. Gemeinsam mit den Damen und Herren des Chores besingen Anna Bruhl und Tetjana Mius eine unvergessliche Nacht. Belle Nuit aus Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach. Thank you.
Señor, Señor, carra avec les soldats. Oui, la torero, et les soldats, pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein, ces jours de fête, le cirque est plein du automat. Le spectateur, perdons la fête, apostrophe, puis cet hommage pousse jusqu'à la fureur, car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Alors, regardez, alors, kann nach einem so mitreißenden Torero-Lied, Neven Crnić war unser Escamillo, denn noch still sitzen. Zwar ziehen wir jetzt nicht in die Arena ein, aber die Spannung steigt, denn wir kommen zum Finale.
Bevor wir aber jetzt gleich das Ergebnis verraten, noch ein kleiner Tipp. Auf unserer Homepage finden Sie den Programmfolder zum heutigen Konzert und darin finden Sie auch die beiden Songtexte für die mögliche Zugabe. Dies ist eine Einladung an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit wir hier im Opernhaus gemeinsam mit Ihnen zu Hause zum Abschluss vielstimmig singen können. Doch wie hat unser Publikum des heutigen Abends entschieden? Dafür schalten wir jetzt noch einmal kurz in die Votingzentrale zu Jörg. Ja, meine Damen und Herren, es war wirklich ein unfassbar spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Zunächst sah es so aus, als gäbe es Gleichstand zwischen beiden großartigen Titeln. Doch dann setzte sich einer der beiden Titel nach vorne und legte einen Endspurt hin, der sich gewaschen hat. Welcher das sein wird und welchen der Titel Sie gleich hören werden, erfahren Sie gleich, wenn das amtliche Endergebnis von Michael in den Saal gebracht sein wird. Viel Vergnügen noch. Darf ich um einen Trommelwirbel bitten? And the Zugabe goes to Thank You for the Music. Ich denke, dies ist auch ein Dank an alle Mitwirkenden des heutigen Livestreaming-Konzerts auf, vor und hinter den Kameras, den Mikros und natürlich vor allem auch auf der Bühne. Wir freuen uns auf Sie. Bis bald in Ihrer Oper Graz. Nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you probably heard it before. But I got a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy I'm bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song or a dance? What are we? So before I could walk. She says I began to sing long before I could talk. And I often wondered, how did it all start? Who found out that nothing can capture us? I wanna see